Eris sagt, dass Thronwelten Gedankenreiche sind, die nach den Wünschen ihres Schöpfers errichtet werden. Ich vermute, Savatun hat sich eine Thronwelt aus Licht gewünscht. Alles hier ist davon durchdrungen. Was ich seltsam finde, ist, dass sie hier verletzlich ist. Warum sollte sie uns einfach hereinspazieren lassen? Wir brauchen einen Hinweis darauf, wie sie das Licht gestohlen hat. Sprich da. Nun, das muss nicht jeder wissen, Kumpel. Ihr müsst es jedenfalls nicht. Also, wissen. Hört mal, verschwindet einfach, bevor Savatun und ihre Strahleschergen merken, dass ihr hier seid. Bist du von der Vorhut? Hallo? Wir haben ihn verloren. Aber ich kann das Signal zurückverfolgen. Jede Spur ist eine gute Spur, wenn man keine Spuren hat. Wir stecken fest, aber ich empfange dort drüben mehr von dieser psychischen Energie. Wie hast du das gemacht? Als hättest du diese Plattformen aus dem Nichts erschaffen. Da oben. Ich glaube, diese Tür führt uns raus. Wir brauchen nur einen Weg hinauf. Ich spüre mehr psychische Energie in der Nähe. Sie könnte uns helfen, den Weg hier rauszufinden. Versetzt die Schalen Aufruhr. Genau deshalb habe ich euch gesagt, dass ihr verschwinden sollt. Was weißt du darüber, dass die Schar das Licht nutzt?
Darum seid ihr hier? Das muss nicht jeder wissen. Ja, ja. Okay, na gut. Ich sollte das wirklich nicht tun. Aber trefft mich außerhalb der Festung. Seid einfach nur diskret. In Ordnung? Das Signal kommt von der anderen Seite dieses Tores. Wir müssen es öffnen. Hey, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Oh, ihr habt den Alarm ausgelöst. Die Schar wird über euch herfallen. Was ist aus der Diskretion geworden? Wir versuchen, das Tor zu öffnen. Hör zu, versucht einfach, am Leben zu bleiben, okay? Sobald das Tor offen ist, lauft einfach los. Das Tor ist offen. Los! Unter uns. Ich glaube nicht, dass der Typ, mit dem wir gesprochen haben, für die Vorhut arbeitet. Ich denke, es könnte ein abtrünniger Agent der Verborgenen sein. Oder ein verlorener Hüter. Aber vielleicht ist es auch nur Savatun, die ihre Stimme verstellt. Jede Spur ist eine gute Spur. Und voraus! Was machen die denn hier? Die gehen doch nirgendwo hin, ohne dass man ihnen Anweisungen gibt.
Noch mehr Schar, die das Licht beherrscht. Augen auf, Hüter! Ich weiß nicht, ob ich mich jemals daran gewöhnen kann, dass Geister der Schar dienen. Alle Geister wurden nach dem Untergang erschaffen. Der Reisende ließ uns frei, kurz bevor er inaktiv wurde. Diese Geister hatten tausende von Möglichkeiten, einen Hüter zu wählen, aber sie haben die Menschheit ignoriert und stattdessen unseren Feind gewählt. Das kann ich ihnen niemals verzeihen. Du? Du hast uns hierher gebracht? Hey, ganz ruhig. Lasst es mich einfach erklären. Hey, zuerst die Peinlichkeiten, sag ich immer. Der Haufen Asche und Knochen. Also, das war mal mein, weißt du was? Vergiss es einfach. Wie auch immer. Wir wandernden Geister kamen zur Schar, weil wir dachten, wir hätten eine Bestimmung gefunden. Und, naja,
Gruppenzwang ist so eine Sache, nicht wahr? Der Reisende muss das doch so gewollt haben. Doch dann tötet die Schahüter mit Licht und du denkst, das soll der Reisende wollen? Echt jetzt? Ich sag dir was, das glaube ich nicht. Nicht mehr. Die Hexenkönigin hat irgendwas vor und, naja, vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam raus, was? Da ist ein alter Schartempel voller Savatun-Geheimnisse in der Nähe. Mehr weiß ich nicht. Was und wieso? Tja, das ist euer Ding, oder? Und wenn du da bist, funk mich an, aber nur auf sicheren Kanälen. Oh, fast vergessen. Ich heiße Finch. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Wirklich. Hey, zuerst die Peinlichkeiten, sag ich immer. Der Haufen Asche und Knochen. Also, das war mal mein, Weißt du was? Vergiss es einfach. Wie auch immer. Wir wandernden Geister kamen zur Schar, weil wir dachten, wir hätten eine Bestimmung gefunden. Und, naja, Gruppenzwang ist so eine Sache, nicht wahr? Der Reisende muss das doch so gewollt haben. Doch dann tötet die Schahüter mit Licht und du denkst, das soll der Reisende wollen? Echt jetzt? Ich sag dir was, das glaube ich nicht. Nicht mehr. Die Hexenkönigin hat irgendwas vor und, naja, vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam raus, was? Da ist ein alter Schartempel voller Savatun-Geheimnisse in der Nähe. Mehr weiß ich nicht. Was und wieso? Tja, das ist euer Ding, oder? Und wenn du da bist, funk mich an, aber nur auf sicheren Kanälen. Oh, fast vergessen. Ich heiße Finch. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Wirklich. Ja nicht manövrierbar sein. Das ist ja nur eine Bombe. Neue Aufgaben müssen auf dem richtigen Weg eingereicht werden. Die Schüssel ist wieder nicht richtig eingestellt. Termine. Ihr habt auf uns gefeuert. Meine Krieger mussten auf unerwartete Bedrohungen reagieren. Ein Wunder, dass ihr noch Truppen für einen Bericht übrig
Ich würde da lieber nicht reingehen. Es galten neue Angriffsbefehle. Das muss ich mir nicht anhören. Uther, du kommst gerade richtig. In der Tat. Ich komme soeben von unseren Begräbnisriten. Was ist passiert? Unser Beileid, Kaiserin. Eure Leute kämpften und starben ehrenhaft. Doch das mussten sie nicht. Wir alle können Verluste vermeiden, wenn wir den Vorfall auf dem Mars ad acta legen und zusammenarbeiten. Was dort lauert, ist eine Bedrohung für die Menschheit und die Kabale. Ihr wollt meine Hilfe? Wollen trifft es nicht ganz. Ihr braucht meine Hilfe. Ich weiß nicht, wie die Schar das Licht erlangt hat. Ikora wird es herausfinden. Aber bis dahin... Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit zu siegen, im Angriff. Sun Tzu. Ich kenne eure Schriften. Wir sollen sie angreifen. Wir müssen sie angreifen. Jetzt. Ich hoffe, Holiday ist da draußen sicher. Wir treffen uns im Zeichen des Blutes, Hüter. Zwischen unseren Völkern gab es Gewalt. Das wird euch vergeben. Einmal. Unsere Allianz muss stark sein, um gegen Savatuns Schar zu bestehen. Wie ich sehe, hat Commander Ikora den synaptischen Speer geliefert. Lichtunterdrückende Kabaltechnologie. Verfeinert und waffenfähig. Finde einen Schar-Leutnant, der vor Savatuns Einfluss nur so strotzt. Meine Psions werden ihn in ihren Geistraum zwingen und sein geschwächtes Licht mit deinem verbinden. Er wird dich angreifen, in Form von Verkörperungen seines Glaubens an Savatun. Nimm deinen Speer und zerstöre sie, und er wird lichtlos zurückbleiben. Ohne das Licht oder einen Wurm wird er sterben. Außer meine Psions halten ihn am Leben. Wir werden ihn in eure Helm bringen und seinen gebrochenen Geist nach Geheimnissen durchsuchen. Alles unter dem wachsamen Auge eures Lord Saladin. Ich habe viele Krieger angeführt, aber diese psychische Kriegsführung, ich werde es genießen. Kämpfe gut, Hüter. Bring unseren Völkern Ruhm. Und zerbrich die Schar, damit unser Bund bestehen bleibt. Wölfling. Wir brauchen deine Zähne. Die Vorhut hat sich aufgeteilt. Während Ikora es in der Thronwelt mit Savatun aufnimmt,
drohen hier auf der Erde andere Gefahren. Die strahlende Schar ist in die ETZ eingedrungen. Unsere Hüter am Boden waren gänzlich unvorbereitet. Unsere Verstärkung haben wir verloren. Wir kämpfen gegen einen neuen Feind. Die Schar und das Licht, das dulde ich nicht. Darum schicke ich dich. Du kannst die Verbindung zwischen Savatun und der Schar mit diesem Speer trennen. Sie werden dabei sterben. Aber vorher schnappen wir sie uns und bringen sie hierher, zur psychischen Analyse. Keitels Psions sind für diesen Plan entscheidend. Also widerstehe der Versuchung, sie auf dem Schlachtfeld zu erschießen. Wir brauchen sie, um zu erfahren, was unseren Hütern zugestoßen ist und zu verhindern, dass es wieder geschieht. Die Schar steht vor unserer Tür. Sie glauben, ihr korrumpiertes Licht gibt ihnen die Kraft, sich uns zu widersetzen. Begib dich zur ETZ und mach ihnen klar, wie sehr sie sich irren. Mehrere Einsatztrupps sind verschwunden. Wir wissen nicht, ob das Teil einer koordinierten Offensive war oder einfach nur Pech. Falls Savatun dahinter steckt, hat sie sicherlich etwas mit ihnen vor. Wir brauchen mehr Informationen. Die Psions von Kaiserin Keitel werden dem Hüter helfen, einen Scharleutnant gefangen zu nehmen und zur psychischen Analyse in den Turm zu bringen. Als hätte der Turm nicht schon genug von der Schar gehabt. Thank you.
haben eure vermissten Krieger gefunden. Ihr Licht wurde ihnen entzogen. Und das verantwortliche Jagdkommando. Sie hatten gehofft, einen weniger starken Einsatztrupp zu überfallen. Stattdessen sind sie an uns geraten. Finde ihren Anführer und lass ihn büßen, Hüter. Savatuns Schar verbessert ihre Portalfähigkeiten. Ob es etwas mit dem Licht zu tun hat, das sie sich angeeignet haben? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Schlage sie mit ihren eigenen Schwertern, Hüter. Da ist unser Ziel, Hüter. Greif es an, bis die Psions einschreiten. Halte dich bereit, Savatuns Verbindung zu trennen, sobald ihr in den Geistraum geschickt werdet. Jetzt betrittst du den Geistraum. Dort wirst du mit dem Urglauben der Schar konfrontiert. Dazu gehört auch ihre Ergebenheit gegenüber Savatun.
zerstöre diese Verbindung. Diese psychischen Projektionen sind sicher Savatuns Methode, ihre Anhänger zu manipulieren. Egal wie sie es tut, der synaptische Speer wird sie ihnen austreiben. Mir alles so sinnlos vor. Dieser ständige Kampf. Wir gelten als unsterblich, aber jetzt, wo ich sehe, wo ich weiß, wie zerbrechlich Lichtträger in Wirklichkeit sind. Als ich gerade auferstanden war, konnte ich mich nur schwer mit endgültigen Toten abfinden. So viel Potenzial, das verloren ging. Wie hast du einen Sinn gefunden? Nachdem du wusstest, dass Unsterblichkeit eine Illusion ist. Der Tod eines Hüters kann zum Versammlungsruf für eine ganze Generation werden. Und vergiss nicht, jeder einzelne Hüter kann in der kurzen Zeit, die ihm gegeben ist, Großes vollbringen. Korra geht mir aus dem Weg. Hüter, die Mentalscans der Schar, die du hergebracht hast, zeigen erste Ergebnisse. Diese Kreaturen gieren nach unserer Macht.
Sie jagen Hüter und entziehen ihnen ihr Licht. Sie sammeln es. Wir wissen noch nicht warum. Savatuns Schar ist ebenso geheimnisvoll wie sie selbst. Du musst weitere Scharkämpfer jagen. Schneide sie von ihrem Licht ab und lösche sie mit unserem aus. Sie hassen uns, Hüter. Sie wollen uns verdrängen, uns ersetzen. Hüter, die Mentalscans der Schar, die du hergebracht hast, zeigen erste Ergebnisse. Diese Kreaturen gieren nach unserer Macht. Sie jagen Hüter und entziehen ihnen ihr Licht. Sie sammeln es. Wir wissen noch nicht warum. Savatuns Schar ist ebenso geheimnisvoll wie sie selbst. Du musst weitere Scharkämpfer jagen. Schneide sie von ihrem Licht ab und lösche sie mit unserem aus. Sie hassen uns, Hüter. Sie wollen uns verdrängen, uns ersetzen. Das werde ich niemals zulassen.